Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video im Fossil Cup. Ja, das Thema ein bisschen angepasst und die Movesets auch. Ja, wurde mir im letzten Video vom Herrn Garados empfohlen, besser Tentakel mit Donner zu spielen. Und er hat auf jeden Fall recht, ich habe es mal angepasst. Und Quappo habe ich jetzt erstmal rausgetan, denn ja, ich meine, durch den C-Day ist man natürlich gehypt gewesen, hat das gezockt und so. Hatte ich das Gefühl, dass die Gegner so ein bisschen drauf eingestellt haben mit ja, Landton und so weiter, Plipper. Deswegen mal gucken. Ist immer noch ein geiles Ding, aber ich lasse es jetzt erstmal draußen und wir schauen mal, ne? Wir schauen mal. Und ja gut, ist schon mal nicht so lecker. Ich gehe mal in Landton selbst und dann... Okay. Ja, ich habe immer überlegt, ich wollte eventuell mal Plipper mitnehmen, aber ja, ist halt irgendwie blöd. In einem Landton-Matchup wird man halt extrem weggefrühstückt und wir schauen einfach mal. Solange du nicht den Donnerblitz schildest, ja, leider. Aber halb so wild, denn ich glaube, wenn ich Energie auf Tentantel habe, dann kann ich selbst gegen Quappo was machen. Und ich müsste halt den Wuchtschlag respektieren, aber ja, alles andere ist jetzt nicht so schlimm. Deswegen gehen wir jetzt einfach hier straight Donnerblitz. Und vielleicht würde ich dann einfach direkt farmen. Mal schauen. Muss halt nur die Wechseluhr im Hinterkopf behalten. Ist ja ungefähr synchron. Und wir schauen einfach mal, ne? Wir schauen einfach mal. Vielleicht wirst du jetzt auf Surfer gehen und dann runterfarmen, was auf jeden Fall kein schlechter Play wäre. Du gehst auch auf Donnerblitz, okay? Auch nicht verkehrt, ne? So, jetzt hoffen wir, dass wir einen guten Farmdown bekommen. Vielleicht wirst du wieder rauswechseln. Aber ich glaube, wenn wir Energie haben, ist das überhaupt kein Problem. Die können wir alles tanken. Und wenn Krabbe wieder reinkommen sollte, wird es auf jeden Fall die ein oder andere Attacke abbekommen. Wir machen hier einen Farmdown ohne Scheu. Ich wollte gerade sagen, perfekt, ja. Jetzt müssen wir überlegen, was kommt rein. Was kommt rein? Okay. Ich habe es jetzt bei 3 Sofortattacken, ne? Ja, ich glaube, du könntest schon abfangen. Jetzt muss ich nur kurz aufpassen. Oh ja, ich wusste. Hat es mir schon mal passiert letztes Mal und da habe ich sozusagen dann wurde das abgefangen und deswegen habe ich verloren. Deswegen lieber nochmal warten. Und ich weiß, in Animation ist es schwer, aber besser so, weil wie gesagt, also die Gegner machen das sehr gerne und es ist auch gut und deswegen nochmal kurz warten, weil wenn ich da jetzt die Blattgeißel reingepfeffert hätte, wäre eklig gewesen. Und in dem Sinne gucken wir einfach mal weiter. Genau, ich habe auch hier ein Lucario gebaut. Also ich habe gemerkt, das ist ja super, also quasi, ihr wusstet es schon, aber es ist ja super günstig, ne? Weil einfach bei Riolo sozusagen ausbrüten ist ja meistens und dann halt die Attacke direkt, die zweite Attacke, der kostet nur 10.000 Sternstaub. Und dann beim Entwickeln ist es ja im Prinzip schon bei, also um die 1,5 WP, deswegen sehr geil. Also sehr cooles Ding hier. Und genau, man kann natürlich noch mit Double Nuke, also Nahkampf-Spukball spielen, ist auch nicht schlecht, aber ich glaube in manchen Matchups ist vielleicht sogar Steigerungshieb nicht so schlecht. Da das Ding einfach super viel Schaden raushaut. In dem Sinne gucken wir mal weiter. Wie gesagt, dann ich zocke es erstmal hier Fossil Cup und dann in 3 Tagen oder so circa ist ja eher nur Hyperliga und Dschungel Cup. Deswegen passt das erstmal so. Ich glaube hier weiß ich gar nicht genau. Gucken wir mal, was du machst. Okay, du machst das so. Ich glaube, ich gehe mal auf Donner, oder? Ne, wisst ihr was, ich werde dich jetzt mal so ein bisschen schocken. Vielleicht kriegen wir einen Konter raus. Okay, 2 immerhin. 2 Konter ist okay. 4, 5. Genau, 6. Kannst mich jetzt farmen. Aber ich glaube, ich mache das jetzt einfach. Und ja, wir schauen mal. Weil Landton kann das dann alles tanken hier. Was du für mich vorbereitet hast, dann. Du machst das clever, weil du lässt dich hier farmen. Du lässt dich hier so weit wie möglich runtergehen. Das ist nicht schlecht von dir. Jetzt überlege ich gerade nur. Ich glaube, Tentantel macht keinen Sinn reinzukommen, denn ich kann dich nicht so einfach farmen. Ich werde jetzt, glaube ich, mit Landton reinkommen, denn ich glaube, selbst in Orkan werden wir auf jeden Fall hier gut wegstecken. Und genau, dein Sandama ist leider noch ein bisschen blöd, aber ja, ich glaube, du warst ja so bei... Lass mich kurz überlegen. Hattest du jetzt 6 insgesamt gemacht? Ich gehe auf Surfer. Ich glaube, du hast ja den Ice Heap eingesetzt, ne? Komm, ich sag mal, du bist bei 9 Sofortattacken insgesamt, minus die 5. Aber will mich da jetzt auch nicht festlegen.
11, 12, 13. Okay. Ich glaube, ich warte jetzt einen Turn und gehe auf Surfer. Hoffe, dass du nicht abfängst. Okay, sehr gut. So, und jetzt müssen wir gucken. Okay, clever. Snipe mir dich hier mal. Ich weiß gar nicht, ob die reicht, die Blattgeist. Vielleicht wäre Donner besser gewesen, aber du bist Krypto, deswegen gucken wir mal. Okay, aber ja, halb so wild. Soll ich schilden? Ich glaube nicht. Das wird wehtun, aber ich glaube, ich schilde nicht. Dann besser Donner, ne? Wäre schon besser gewesen. Oh, okay. Ja, perfekt. Ja, ich glaube, da hätte ich vielleicht sogar auf Donner gehen müssen. Ich weiß gar nicht, was mehr macht, aber ich gehe mal hier auf die Step-Attacke. Same Type Attacker Bonus. So. Okay. Ja. Kannst du das noch gewinnen? Vielleicht, ne? Oh, wenn ich jetzt Surfer. Ah, dann machen wir das. Ja, ich glaube, ich kann selbst einen Spukball tanken. Ich glaube, ich tanke selbst einen Spukball. Ich weiß, es ist blöd. Geht es auf Spukball, aber ich glaube, Landton ist echt defensiv. Also kann schon was schlucken. Ich hoffe, ich überlebe das jetzt. Okay, riskant, aber ja, vielleicht einfach die erste durchlassen, ne? Aber man kann es einem nie recht machen, deswegen so. Und genau, haben wir selbst jetzt Apokalypse hier ausgeschaltet. Und genau deswegen habe ich immer ganz gern Landton in der Backline, denn das kann schon gut was machen. Und wie gesagt, Plipper ist auch ein cooles Ding, aber ich will halt ungern in einem Landton-Matchup sein, denn ja, was soll Plipper da machen? Landton kann das ja im Prinzip runter fahren mit Funkensprung, wenn es wollte, deswegen ist das okay. Und ja, könnt ihr mal berichten, was zockt ihr? Zockt ihr Quappo oder vielleicht sogar Quaxo? Wobei Quaxo ja eher in der Hyperliga, ne? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal hier. So, wir haben auf jeden Fall den Donner mit. Wir werden ihn auch einsetzen. Okay, du fängst nicht ab, sehr gut. Ja, soll ich in Landton gehen? Ich weiß es nicht. Okay. Wer hätte ich abfangen sollen, ne? Ja, ich würde gerne den Orkan respektieren. Okay, mal hin. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, jetzt tut es auch die Blattgeisel. Beziehungsweise, ja, vielleicht wird das nicht reichen, aber mal gucken, wie wir das jetzt machen. Okay, du willst das Tentandel nicht sehen. Machen wir den hier. Okay, das war clever von dir. Die Energie aufzuheben. Ich gehe mal auf Surfer erst. Vielleicht kriege ich zwei Surfer hin, mal gucken. Natürlich clever, hier nicht direkt einzusetzen und sich Energie zu holen. Macht schon Sinn von dir. Ich gehe mal hier weiter auf Surfer. Vielleicht doch eher Donnerblitz, aber ja, ob sich das jetzt so viel nimmt, weiß ich nicht. Also quasi natürlich macht Donnerblitz mehr, aber genau, wenn ihr im Hintergrund hier Bauarbeiten hört, sorry, kann ich nichts für. Wenn es zu laut werden sollte, würde ich dann den Ton rausschneiden. Aber ja, ging jetzt leider nicht anders. Aber ich versuche mein Bestes. Spiegelsalbe, Blattgeisel, ne? Okay. Vielleicht kriegen wir das noch hin hier. Vielleicht, wie machen wir das jetzt? Plipper war schon ziemlich down, ne? Wir machen es einfach so vielleicht. Oh, schade. Die Blattgeisel lasse ich durch. Mal gucken, was jetzt Plipper macht. Vielleicht auf den Tandel noch. Okay, gut, da habe ich noch ein bisschen was an KP. Vielleicht war das nicht der beste Move, aber... Oh, 3... 4, 5. Ah, schade, setz nicht ein. Clever, weil Lucario ja den Gleichstand gewinnt und das weißt du natürlich. Aber es wird schon hier Schaden machen. Ich weiß, ob du mich dann farmen kannst. Okay, das war clever. Aber egal, das hauen wir schon mal raus. Wird jetzt nichts machen an Schaden, aber ja. Egal. Ich brauche im Prinzip nur den Blattgeisel, ne? Ja, lasst mich kurz überlegen. Wie wir das jetzt machen.
Okay, das hat geklappt. Puh, ist das jetzt der Orkan? Bitte, lass das den Orkan sein. Oder der Orkan. Egal, ja gut, ein bisschen Energie abgesaugt. Ich habe gerade die Energie nicht im Überblick. Wie viel hat Lanto noch in KP? Ich weiß es gerade nicht, aber nicht mehr viel, ne? Nicht mehr viel. Ich gehe jetzt einfach so und hoffe, dass ich Lanthorn runterfarmen kann. Ich weiß nicht, ob das der beste Move ist, aber Meteorologe kommt so schnell und macht dann schon Chip-Damage. Deswegen mache ich jetzt, glaube ich, den hier. Hoffe, dass ich dich hier runterfarmen kann. Überlebe ich einen Donnerblitz? Ich weiß es nicht. Beziehungsweise zwei Surfer. Hm, du hattest schon Energie. Das will ich nicht leugnen. Wird knapp. Okay, nee, GG. Ich glaube, das überlebe ich nicht. Ich glaube, anders hätte ich es nicht machen können, ne? Egal, aber gutes Team. Pelipper und Lanthorn drin. Also, ja. Muss ich mal überlegen, was man dagegen machen könnte. Und der Tentandel ist auch nicht schlecht. Also, GG. Ja, ich habe alles gegeben. Also, wie gesagt, wir konnten noch was abfangen. Aber, ja, Orkan wäre natürlich lecker gewesen, den abzufangen. Aber, egal. Und, ja. Also, solange man hier positiv geht, ist überhaupt kein Problem. Am besten immer kleine Schritte machen. Wie gesagt, macht ja auch Fun. Kann ja ein bisschen Sternstaub sammeln, ein paar Items mitnehmen und dann passt das schon. Wie gesagt, Gegner machen es ja gut und war auf jeden Fall ein verdienter Sieg von ihm. Und ja, mal gucken, wie wir das jetzt machen. Denn ja, ich meine, hier mit Donnern kommt man jetzt nicht so sehr weiter. Ich würde gerne raus, denn. Okay, wenn das jetzt Donner ist, dann gehe ich direkt in Lucario. Mag vielleicht blöd aussehen, aber ich krieg schon einen oder anderen Konter raus. Und du bist jetzt dry. Okay, ja, das war clever von dir. 2, 3, 4, 5. Könnte Spukball, glaube ich, schon sein, ne? Und solltest du eventuell respektieren. Und perfekt. Das Gute ist, ich glaube, selbst wenn du undercharged, obwohl ja doch, du kannst natürlich noch farmen, aber mal gucken, ich lasse mir jetzt hier einfach drauf gehen. Okay, perfekt. Lass mich kurz überlegen. Okay, so. 1, 2, 3. Ist das nicht der Surfer? Ah, du willst einfach die Wechseluhr, ja gut, macht Sinn. Die einfach runterticken lassen. Achso, nee, ist schon ein Spukball. Hä, mir verzählt gerade. Okay, ich glaube, ich habe komplett verzählt. Machen wir so. Ja, ich muss gerade noch mal gucken. Ich dachte, du hast 5 und dann 3. Ich weiß auch nicht, egal. Muss ich noch mal gucken. So. Gehen wir rüber. Okay. Gehen wir auf Blattgeisel. Ist jetzt bei 2, glaube ich, ne? Ja, wie machen wir das jetzt hier? Wie machen wir das jetzt? Okay, krieg den Donner hin. Perfekt. Ich schätze bei 4. Ah, kannst du mich farmen? Das ist jetzt die Sache. Ich glaube, Donner wird nicht reichen. Da wird schon gut was machen. Schade. Aber jetzt farmst du mich hier. Oh, du farmst mich nicht. Okay. Das heißt, du machst jetzt Steigerungssieb. Und, genau, ja. 1, 2, ja. Mal schauen. 3. Ich kann nicht noch mehr Schaden nehmen. Das Gute ist, Tentandel kann mich, glaube ich, nicht runterfarmen. Ich habe noch 2 Schilde. Das heißt, kriege ich das gebacken? Ich weiß es nicht. Du hast, glaube ich, noch Full Health. Ah, okay. 4, 5, 6. Wobei, runterfarmen, ja. Kannst du vielleicht doch. Aber ja, ich gehe mal auf Donnerblitz, denke ich. Ist wahrscheinlich am effizientesten. Mal gucken, ich glaube, das wird knapp. Aber ich versuche es nochmal. Ich will mal gucken, wie weit ich hier noch komme. Damit man halt eventuell weiß, so, ob Lanthorn vielleicht doch was reisen kann mit einem 2-Schilde-Vorteil. Ah, okay, das wird knapp, glaube ich. Ne, das wird hier nix. 5, 6, egal. Ich hau das noch raus. Hätte ich vielleicht doch nochmal schilden sollen an einer oder anderen Stelle. Ich überlege gerade nur, wo. Ja. Vermutlich mit, ich weiß es nicht, ich muss das nochmal angucken. Ja, aber GG auch. Und, joa, vielleicht dann doch am Anfang drin bleiben, aber, Das war gleich ein Mirror-Match, ne? Ich glaube, es war ein Mirror-Match gerade, oder? Boah, ich bin so vergesslich, sorry. Egal,
Vielleicht kriegen wir das noch hier gebacken. Okay, das ist schon mal lecker. Das ist schon mal lecker. Und was willst du reinholen? Nichts. 2, 3, 4. Fängst du ab vielleicht? Okay, nee. Du gewinnst die Gleichstände sogar, okay. Nee, komm. Lass dich durch. Ich habe ja theoretisch noch Landhorn gegen dich. Und ja, es tut schon weh. Sage ich gar nichts gegen. Also, das pfeffert schon. Aber ja, dann gucken wir. Okay. 1, 2, 3 machen wir den hier, glaube ich. 4. Und vielleicht schildest du mal gucken. Okay. Oh, das ist gar nicht gut. Oh, ja, das ist noch schlechter. Ich glaube, die einzige Chance ist jetzt, wenn ich sozusagen mich mit Lucario hochsteigere und dann sozusagen schon gesteigert in dieses Cavalanzas Matchup reingehe. Machen wir den hier, glaube ich. Solltest du nicht überleben. Und ja, wir schauen mal. Okay. Ja, ist jetzt ein bisschen blöd, aber vielleicht was abfangen. Vielleicht jetzt bei 6 gewesen, ne? Schauen mal. Ne. 1, 2, 4. Sieht nicht gut aus, denn ich glaube, du machst zu viel Schaden. Ja, ich versuch's eventuell, aber. Oh, Säurespeier. Ja gut, dann war es nochmal gut, hier rauszugehen. Eventuell. 3, 4. Ah, schade, ich nichts mehr rausbekommen habe, aber. Gehen wir hier direkt auf Steigerungshieb. Ich glaube, es macht vielleicht schon noch einen Unterschied, aber Säurespeier, das ist, glaube ich, zu brutal. Ich glaube, es wird der Loss, aber mal gucken. Ja, das macht jetzt sau viel Schaden. Egal, mal gucken, aber ich will noch gucken, wie viel Schaden du mehr machst. Aber ich glaube, 4 Konter und ich bin weg. Aber auch clever mit Säurespeier dann noch zu hantieren. Okay, ja, gut, ein Konter hat gereicht. Also quasi ein Konter war zu wenig, deswegen GG. Ja, ich glaube, ich muss da vielleicht nochmal einen Cavalanzas bauen, denn das ist auch richtig stark hier, vor allem hinten drin. Also dennoch GG. Und ja, die Kämpfe gehen halt ein Stück schneller als Hyperliga, deswegen bleibe ich nochmal hier und dann, wie gesagt, nochmal rüber switchen. Aber ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch viel Erfolg bei den Kämpfen, viel Spaß und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, ciao.